Im letzten Part hat Marcel den irren Wirrwald durchquert und hat das Pokémon-Dorf gefunden. Dort hat er sich mit ein paar wilden Pokémon angefreundet, hat mehrere Items gefunden und sich auch das ein oder andere Pokémon gefangen. Nun befindet er sich wieder in der Stadt, Fractalia City war glaube ich der Name, und er macht sich auf den Weg, den Arenaleiter zu besiegen. Buongiorno, meine kleinen Macaronis, zu einem neuen Part von Pokémon X! Wir sind kurz davor, uns den letzten Arena-Orden zu grabbeln. Und wir gehen einfach mal in die Arena hinein und ich habe völlig vergessen, welchen Typ es hier gibt. Alter, die... Jetzt guckt das mal an, das ist ja alles riesen überdimensional groß. Aber hier nur so eine kleine Piss-Arena. Diese Größenverhältnisse im Pokémon sind teilweise sehr realistisch gehalten. Waren das Eis-Pokémon hier? Blablabla. Hallo, du da. Blablabla. Eis-Pokémon, alles klar. Na, da haben wir doch das Richtige für. Da haben wir doch das Richtige für. Bleibt erstmal so. Dann wollen wir mal hier hinabschawenzeln. Und wenn wir mal den ersten Trainer, Schrägstrich-Trainerin, das hätte ich fast töten gesagt, besiegen. Hallo! Man nennt mich die Königin der Eisbahn. Okay. Dann weißt du ja, dass kleine Ass-Trainer-Bitches wie du schnell ausrutschen und auf die Fresse fallen. Mit ihrem Sneeble. Durch einen Frosch. Der Ninja-Frosch. Wir machen einfach mal Siedewasser, das ist ja grundheiß. Ja! Nein, es schlitzt uns auf! Es will uns ausweiden, es möchte unser Kaulquappen... ja... Sperma aus uns raussäbeln und so. Ist ja alles ganz toll und... Ich habe meine Pokémon nicht geheilt, Alter! Stimmt ja, ich wollte eigentlich... Verdammt! Was über Name? Leck mich! Ah! Unlicht! Stimmt ja! Nein! Ah! Scheiße! Yep, du kannst das K.O. übernehmen. Bitteschön. Stimmt, ich habe im letzten Part, wollte ich glaube ich, habe ich gesagt, dass ich im nächsten Part meine Pokémon heile und dann weitermache, aber ich habe es natürlich voll vergeigt. Oh, ich wuff! Deine ultradimensionalen Verteidigung! Machtlos gegen Spezi-Attacken. Aufs Maul! Und es schreckt zurück, es ist so eine Schissbuchse! Und das ist das Aus für Austos, wie der Name schon verrät, und wir kriegen wahrscheinlich ein Level-Up. Armes Austos. Ja, Level-Up! 59! Ja, schöne Werte. Du besiegst Marianne. Wo es Eis gibt, kann man auch ausrutschen. Ja, das habe ich doch vorhin gesagt, gib mir da Geld. So. Eine Pissbacke ist down. 59, 60, ja, ich würde mal sagen, wir nehmen Motorbike oder Slimer. Ah, genau, ich wollte Motorbike noch, ich glaube, ein, zwei Sachen vergessen lassen. Was sagen? Ah, stimmt, genau, stimmt, ja, stimmt, ja. Bevor wir hier weitermachen, stimmt, ich wollte der Honigkönigin den verkackten Zerschneider wieder abluchsen. Das machen wir doch mal ganz... ganz fixi, foxy, foxy... flink halt, ne? Was war hier? Ja, innerer Rahmen verlängert. Perfekt! Flieg und Sieg, Salamandrach, in Form eines Piepmatzes! What's good up? Hallo, du da! Ja, du möchtest doch gerne, hier, du weißt schon, ne? Meinem Pokémon etwas hier, weiß ja Bescheid, vergessen lassen, richtig, ne?
Welcher Attacke soll vergessen werden? Natürlich der behinderte Schneider. Und weg damit. Zack, und komplett vergessen. Coperto Mundo. Yay. Dann gehen wir auf die TMs, wo wir gerade schon waren. Und Energieball kann immer noch nur eines lernen, okay. Licht. Nein, danke, mache ich nicht. Gifthieb. Da ist der Gifthieb. Ja. Schön, wenn man nur einmal Ja drücken muss. So gefällt mir das. So, und dann kannst du sofort wieder zur Arena gehen. Motorbike wird erstmal Stärke und Surfer behalten. Können wir beides noch sehr gut gebrauchen. Auf geht's in die Arena. Siehst du, ging auch ganz schnell. Ich glaube, 2 Minuten, nicht mal. Ach, kann man nicht meckern. Und ich werde noch schnell in die Arena, ins Pokémon Center gehen, um mich zu healen. Heal, man! Yay! Dankeschön. Ich danke dir. Mach's gut. Ich schreib meine Karte. Halt. Wir skaten elegant durch den Schnee und bleiben kurz hängen und sind wieder in der Arena. In der überdimensionalen großen Arena, die von außen total popelig und klein aussieht. Jo. So, dann wollen wir mal den nächsten Schmongo hier auseinanderpflücken. Nachdem wir hier Motorbike oder... Ich glaube, wir nehmen mal Motorbike an erster Stelle. Hallo! Frostig, eisig, klirrend kalt. Erstarrt zu Eis. Nein? Ich bin so ein heißblütiger Mensch. Das Eis erstarrt vor Ehrfurcht meiner heißblütigen Ader. Außerdem hast du nichts auf dem Kasten. Wie willst du mir da wehtun? Also bitte, ey. Bobklinge? Verdammt. Okay, für nicht sehr effektiv, haut das ordentlich rein. Würde ich mal sagen, wir laubklingerisieren es noch einmal. Und das war's für dich, Botogel. Santa Claus ist tot. Juhu, nie wieder Weihnachten. Mammelke. Brrrr. Ja. Laubklinger. Wuhu. Es lebt noch. Es lebt noch! Ja, das hat ja ultra viel gebracht. Ich bin fassungslos. Ich bin so sprachlos begeistert. Ich kann es kaum in Worte fassen. Also, und da bist du schon tot. Armes Mammut. Es tut mir leid, aber es musste sein. Jetzt ist es mein Herz, das vor lauter Eiseskälte erstarrt ist. Gib mir dein Geld. Wenn du erstarrt bist, kannst du mit deinem Geld nichts mehr anfangen. Lusche. Oh nein, wir kommen nicht weiter. Wir kommen gar nicht mehr hier weg. Oh nein, das bringt uns auch nicht weiter. Hilfe. Scheiße. Ich mag die Arena nicht. Das ist so ein dämliches Hin und Her die ganze Zeit. Mann. Ich hasse diese Arena, die ist so öde. Öde, schnöde Popöde. Was mach ich denn da? Nein. Das wollte ich doch gar nicht. Was mach ich hier eigentlich, ey? Alter, diese Arena ist so ätzend. Danach noch einmal. Juhu. Welch Euphorie. War doch noch einmal, ne? Ja, einmal noch. Spannung pur. Der Held ist äußerst konzentriert. Ach, Mann. Alter, ich hasse diese Arena.
Ich weiß gar nicht, wie soll man das hier kommentieren? Mit ultra geil, muss ich aber sagen, ultra geil. Endlich. Und weg hier. Weg, 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 weg. Hallo. Ein erfrischend kühles Dessert macht den Kopf frei für den Kampf. Darum werde ich den jetzt auch ganz cool und lässig gewinnen. Naja, du kriegst eher Gehirnfrost, wenn du meinst, du wärst so cool und lässig, du Minirock tragende Asttrainerin. Motorbike. Vom Typ her unterlegen, aber trotzdem mega stark. Der Monst. Nein! Mistvieh. Ich wollte sagen, demonstriere deine Stärke, aber nicht an dir selber, du dummer Holzkopf. Ach, ich hasse es. Hier, komm, leck mich. Da habe ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Ich hasse diese verwirrte Scheiße. Es hat sich vor Doofheit selbst getroffen. Ganz toll. Den Gefrierkack kannst du schenken. Ich bin kein Wasser-Pokémon mehr. Hier, das hast du verdient. Glurak X! Glurakniet X! Salamandra, ich digge dir zu! Salamandra X! War was? Teufel! Tut mir leid! Und tut mir leid, Keifel. So. Da gehen sie alle down. Und. Ach ja, der hat noch eins. Sie hat noch eins. Es hat noch eins. Und es ist so hässlich. So ultra. Ultra fucking hässlich. Upsa. Hilfe. Kabelwirrwarr. Scheiße, Mann, Alter. Ich hasse es. 3DS aufnehmen ist so ein Kabelgewusel hier. Irgendwie habe ich auf einmal Lust auf ein leckeres Eis mit Sirup. Okay, gib mir dein Geld und ich kaufe dir eine Kugel Eis. Ohne Sirup. Mit Sirup müsstest du noch ein bisschen extra abdrücken. Hallöchen! Einfach immer cool bleiben. Das verleiht einem wahre Power. Wahre Power. Siberio. Motorbike. Los, nimm es aufs Geweih. Und zack! Auffahrunfall mit dem Motorbike. Und wir heilen uns. Nein! Es regnet Eiszapfen. Ja, und natürlich ein Volltreffer. Natürlich. Ja, sicher, das ist doch total logisch. Ich Dummerchen, wie kann ich was anderes erwarten? Hammer! Boah, ey, ich brech gleich ins Essen. Kann es sein, dass Siberio uns seine Bartzapfen auf den Kopf schmeißt? Wenn du es nicht aufhörst, dann boxe ich dich weg. So. Ja, hoffentlich hat's zu Höllenqualen. Level 58 für Motorbike. Kommt es an, wenn das Werden um 50% der maximalen KP aufgefüllt. Heilung eines Verbündeten außerhalb von Kämpfen möglich. Und natürlich können wir es nicht lernen. Scheiße, hätte ich mal doch was vergessen. Mann. Ach, Kacke. Nein, ja. Ich weine bittere Tränen. Es gibt kein Milchspeiseeis für uns. Da koche ich vor Wut. Tut mir leid. Aber wenn ich kein Milchspeiseeis haben darf, Level 61 für Salamandra, darf auch unser Gegner kein Speiseeis haben. So. Arg. Das Blut brodelt förmlich in meinen Adern. Damit könnte ich glatt Eis zum Schmelzen bringen. Gib mir dein Geld, denn nur ich bin heißmütig genug, um das zu vollbringen. Du Lutscher. Ich muss sagen,
Der Anfang ist echt immer scheiße mit diesem ganzen Tergeswitche hier. Aber das Ende ist sowas von billig. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach Pillepalle. Es ist so absolut grundeasy. Endlich, meine Güte. Ich will endlich weiterkommen. Halt, bevor wir aber weitergehen. Wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Ich treffe sogar mit meinen Wurstfingern. Geil. Hypertrank auf Motorbike. Reicht noch nicht mal ganz aus. Ich glaub's nicht. Und auf Salamandrach. Juhu! Da ist er, der Mann der Stunde. Ich muss einfach kurz gehen. Dennis, ich bin völlig fertig von dem heutigen Tag und es ist schon zu spät. Aber egal, das tut hier nichts zur Sache. Es ist, du weißt schon, hart, aber eben auch zerbrechlich. Das ist ein bisschen wie beim Kämpfen. Ob du meine, du weißt schon, meine Defensive durchbrechen kannst, hängt ganz davon ab, mit welchen Pokémon und Attacken du angreifst. Aber genug geredet, jetzt wird, du weißt schon, gekämpft. Er setzt Bauchtrommel ein. Galante. Das war ein Volltreffer? Nein! Ja, die Musik ist wieder voll im Gange, jetzt kann ich wieder quatschen. Ich gehe jedes Mal am Anfang so ab bei dem Soundtrack, weil er einfach geil ist. Aber wir können mit dem Motorbike hier nichts reißen, das ist jetzt gerade echt laut auf Ohren, weil ich den DS voll aufgedreht habe. Aber egal, das tue ich doch gerne. Genau wie ich das hier gerne tue. Salamandrach X! Los, brutzel es nieder! Bexi, Bexi! Haufen Punkte! Aua! Frigometri! Oh nein! Flammenwurf! Frigo! Und ein Falltreffer, Alter! Salamandrach, hier wieder ein paar Punkte! Aua! Was kommt als nächstes? Arctilas! Ach du Scheiße, stimmt ja. Die Kontin, der Titanic-Fan greift uns an. Jetzt habe ich's. Flammenwurf und es wird garantiert überleben. Oh. Ich habe es überschätzt. Wegen hoher Werte und so weiter, aber erstmal leiser drehen hier, ne? Bitte ist das jetzt zu leise. So. Gut gekämpft. Das bringt selbst das kälteste, du weißt schon, das könntest du Eis zum Schmelzen. Gib mir dein Geld und den Orden. Gib mir den Orden und dein Geld. Also dein Team ist der, du weißt schon, der Hit eben. Du kämpfst so voller Kraft und Leidenschaft. Da hast du wirklich ganze Arbeit geleistet. Na, ich hab dich einfach nur extrem schnell niedergeknüppelt und der Orden sieht auch ein bisschen cool aus. Marcel erhält von Galanto den Eisbergorden. Eisbergorden, also der ist so etwas wie, du weißt schon, ein Zeichen deiner Stärke. Mit ihm werden dich alle deine Pokémon respektieren und dem Kampf immer folgen. Außerdem will ich dir noch das hier geben. Ah, ja, der Eisstrahl. Das ist die Attacke Eisstrahl. Die hat eine Genauigkeit von, du weißt schon, 100 Pro. Und nicht nur das, nicht oft, aber oft genug, friert sie auch noch deinen Gegner ein. Ich hoffe, du hast heute eine wichtige Lektion gelernt. Hart zu sein macht dich stark, aber, du weißt schon, leider auch sehr unflexibel. Wahre Kraft liegt in der, du weißt schon, Geschmeidigkeit. Hart, aber zart, sozusagen. Sich fließend wie das Wasser den Umständen anzupassen, ohne seine Natur zu verändern. Das ist wahre Stärke. Naja,
ich bin zu stur dafür und nicht sehr flexibel. Daher liebe ich Eis-Pokémon auch so. Sie passen nämlich perfekt zu mir. Auch wenn ich einen schwabbeligen, weichen Ranzen habe. Ja. Ist gut, ihr Angeber. Was ist eigentlich mit deinen Beppos da unten, die wir hier fleißig aufs Maul kriegen? Werden die jetzt hier verhungern oder zu Eisskulpturen erstarren? Ich weiß es nicht. Und der Part ist perfekt gleich durch. Ich werde jetzt einmal wegen Eisstrahl gucken. Und dann haben wir es auch schon. Ja! Jupp. Jupp. Mach hinne. Und... Ich gähne schon wieder. Ich hasse das, wenn ich während der Aufnahme gähne. Ich nehme auch immer so spät auf. Das ist doof. Wir machen den Schaufler weg. Zack, zack. Eisstrahl bringt uns da mehr, wegen mehr Stärke und so weiter, ne? Ja, Slimer soll, ja, auch den Eisstrahl können. Gegen das hier. Wir machen einfach die Blattgeißel weg. Das soll's. Upsa. Jetzt haben wir mit dem Eisstrahl... Wir haben jetzt eigentlich mit... So ziemlich gegen viele, viele Typen mit Slimer-Attacken drauf, die ordentlich raufknüpseln und wir werden weiter belästigt. Sei gegrüßt, zukünftiger Shep. Wie geht's, wie steht's? In der Hose ganz gut. Herausfinden zu wollen, wie stark man wirklich ist, nenne ich ein lobenswertes Bestreben. Für einen Trainer eignet sich die Pokémon-Liga ganz besonders gut als Messlatte. Ich hab ne Messlatte in der Hose! Jetzt, wo du alle, du weißt schon, alle Ohren hast, heißt es ab in die Pokémon-Liga. Hör mir zu, Junge. Wie weit du es als Trainer bringst, hängt alleine davon ab, wie sehr du deinen Pokémon vertraust. Ja, ich weiß. Du weißt schon, ich weiß. Yay, aber erstmal weißt du, ne, gebe ich hier rein. Ich werde sofort heilen, damit ich das nicht wieder vergesse. So wie ich das gerne mal mache, ne? So an Anfang einer Aufnahme. Ich werde das auch wie immer, wenn du das siehst, habe ich gerade mal eine Folge aufgenommen. Ich bin einfach zu müde, um weiter aufzunehmen. Ist schon halbwegs leid. Darum ist diese Folge höchstwahrscheinlich ein bisschen später als normal online. Aber egal. Das war's, meine kleine Makros-Weiter. Noch nicht, ne? Wir. Genau, hier wollte ich hin. Runter davon. So, meine kleinen Makaronis, hier werden wir diesen Part beenden. Und diese extreme Mini-Kurzaufnahme-Session. Wir sehen uns in dem Sinne Arrivederci, meine kleinen Makaronis. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann bin ich natürlich ein bisschen fitter drauf. Und ich werde mal endlich nach über einer Woche mehrere Folgen im Voraus produzieren, damit ich nicht mehr auf den Netz drücke, aufnehme und so weiter. Wie gesagt, in dem Sinne Arrivederci. Oh, überschrecken. Und wir sehen uns morgen im nächsten Part wieder. Tschüss.